hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 1. März 2022. Dieser Kampf ist nur mit Gott zu gewinnen. Botschaft von Sai Baba. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Der Kampf, der heute auf den Straßen der Welt stattfindet, wobei die Menschen für ihre Freiheit einstehen, ist ein Kampf der Liebe. Denn viele Menschen kämpfen nicht für sich selbst, sondern für die nächste Generation und für ihre Kinder. Dieser Kampf ist nur mit Gott zu gewinnen. Liebe ist Gott. Heute spreche ich von wahrer, tief verwirklichter Hingabe und wodurch der Triumph des Lichts erreicht wird. Und ich spreche euch von Liebe. Geliebter Mensch, Liebe ist Gott und Gott ist die Liebe. Überall, wo du Liebe findest, findest du Gott. Und überall, wo die Liebe abwesend ist, regieren Mangel und Angst. Wer in der Liebe ist, der beginnt sie ganz von selbst weiterzureichen, sie zu verschenken. Dieses innere Bedürfnis ist heute bei immer mehr Menschen sichtbar und das zeigt, dass die Menschen gereift sind und weiterreifen. Der Kampf. Der Kampf, der heute auf den Straßen der Welt stattfindet, wobei die Menschen für ihre Freiheit einstehen, ist ein Kampf der Liebe. Denn viele Menschen kämpfen nicht für sich selbst, sondern für die nächsten Generationen und für ihre Kinder. Weil ein großer Teil der jungen Menschen schläft und diese gefährlichen Entwicklungen nicht zu deuten weiß, stehen deren Eltern und Großeltern auf, um das Übel abzuwehren und dem, was sich jetzt ankündigt, Einhalt zu gebieten. Das ist der reine Dienst am Nächsten und es ist die Liebe, die das bewirkt und die Menschen durchhalten lässt. In allen Angelegenheiten, die dir alles abverlangen, kommt aber auch immer der Punkt, an dem du weder weiter weißt noch weiter kannst. Plötzlich scheint deine Liebe nicht mehr zu reichen, dir schwindet die Kraft und du verlierst den Mut. Wahre Hingabe. Das ist der Augenblick, der dich einlädt, deine Hingabe an Gott zu vertiefen und zu einer unerschütterlichen Wahrheit reifen zu lassen. Was aber ist diese Hingabe im Kern? Wahre Hingabe baut auf der tiefen inneren Überzeugung auf, dass am Ende alles nur durch und mit Gott erreicht werden kann. Wahre Hingabe ist kein blinder Glaube, da du der Hoffnung beraubt wurdest, sondern ist das tiefe innere Verständnis darüber, dass Gott mitten in deinem alltäglichen Leben wirkt und gegenwärtig ist. Wahre Hingabe bedeutet zu begreifen, dass es Gott ist, der dich auf Schritt und Tritt begleitet, unterstützt mit allem, was du für das Erreichen deiner Ziele benötigst, versorgt. Wahre Hingabe heißt, dass Gott unbeeinträchtigt von Blockaden durch dich wirken kann. Die beste Gelegenheit für diese Erkenntnis bietet sich dann, wenn dein Verstand nicht mehr weiter weiß und deine Kräfte selbst für Ängste nicht mehr ausreichen. Dann ist es Zeit, dich Gott vollkommen hinzugeben. Deshalb steht ein jeder Mensch, der sich zunächst von Gott distanziert hat, um gewünschte Erfahrungen zu machen, eines Tages vor ausweglosen Situationen. Um das Wirken Gottes am eigenen Leibe und im eigenen Leben zu erfahren, braucht es Bedingungen dafür. Denn seit deiner ersten Verkörperung auf Erden wartet verborgen in deiner Seele der Same der Hingabe auf seinen Gärtner. Prüft alles mit eurem Verstand. Wählt einen intelligenten Zugang zum Leben.
Seid praktisch und versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen und sie zu verstehen. Dummheit ist kein Schutz, Ignoranz keine Entschuldigung und Faulheit ist eine Sünde. Auf dieser Stufe ist der Mensch wie Treibholz am Wasser und den Stürmen der Zeit hilflos ausgeliefert. Grundlegende Verwandlung. Hier jedoch ist die Rede von dir und davon, wie du die Prüfungen meistern und deine Sehnsucht nach Gott nähren kannst. Es ist also an der Zeit für den Weg der reinen Hingabe, bei dem du, ohne auf Prüfungen zu warten, all dein Tun Gott widmest, seinem Willen unterstellst und seiner Gnade überantwortest. Es ist an der Zeit, dies jetzt geschehen zu lassen, um eine grundlegende Verwandlung zu erfahren, und diese erlebst du nicht nur in dir. Bei immer mehr Menschen wird dieser Zugang zum Leben heute geöffnet. Spiritualität gewinnt an Bedeutung und Gott kehrt in das Leben der Menschen zurück. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ist eine erhebliche Anzahl von Menschen für diesen Weg der reinen Hingabe bereit. Sie beginnen das Wirken Gottes in ihrem Alltag wahrzunehmen und die Überzeugung, dass mit Gott alles möglich ist, verankert sich in deren Herzen. Dieser Kampf, der heute auf der Erde ausgetragen wird, ist nur mit Gott zu gewinnen. Auch das wird euch jetzt bewusst und so erfüllt ihr die wichtigste Voraussetzung für den Sieg des Lichts über die Finsternis. Gott ist die Liebe und die Liebe ist Gott. Und in der vollkommenen Hingabe wird diese Wahrheit erfahren. In unendlicher Liebe, sei Baba. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.